gibt ein Buch, das in Frankreich ein ungeheurer Erfolg ist. Ja? Mhm. Und zwar Verkaufserfolg, nicht bei der Kritik bloß. Von Rambaud, Die Schlacht. Ja. Und die behandelt den Versuch Napoleons im Mai 1809, den Übergang über die Donau zu erzwingen. Das ist die Schlacht bei Essling und Aspern. Und dieser, der Romantitel, der Titel dieses Buches ist die direkte Übersetzung dessen, was Balzac geplant hat. In den Jahren etwa 1831 bis 1835 hat Balzac den Plan gehabt, diese Schlacht genau zu beschreiben. Und aus ganz bestimmten Gründen, über die man einmal sprechen sollte, weil es im Grunde die Wende, eine große Wende in der Kriegsführung Napoleons bedeutet, aber aus vielen anderen Gründen auch. Und er selber hat 1835 die Schlachtfelder Essling, Aspern, die Insel Lobau besucht, über die Napoleon versucht hat, eben auf dem anderen Ufer. Der Balzac fährt von Paris dorthin, ja, und besichtigt ihn. Und zwar in Begleitung durch den Fürsten von Schwarzenberg. Fürst Schwarzenberg ist der Mann gewesen, der österreichischer Botschafter gewesen ist in Paris. Und Marie-Louise, ja, ja, die österreichische 18-jährige Prinzessin, so ist es, ja, sozusagen das Frischfleisch, wie Napoleon so sagt, ja, ja, ihm zugeführt hat. Genau. Ja, die Mutter des Königs von Rom. Und dieser Mann führt ihn auf die Schlachtfelder von Essling, Aspern, Lobau, aber auch nach Wagram, weil Wagram eben unmittelbar zusammenhängt mit dieser Schlacht bei Aspern und Essling. Und Balzac macht sich damals Notizen. Und man kann ungefähr ahnen, in welche Richtung dieses Buch gegangen ist, weil wir einen Brief haben, in dem Balzac die Grundzüge dieses Romans schildert gegenüber einer Madame Hanska in Wien, also einer Österreicherin aus dem Jahre 1833. Und ich glaube, das sollte man einmal vorlesen, um ungefähr eine Ahnung zu bekommen, worum es bei dieser Schlacht geht und worum es Balzac gegangen wäre, wenn er dieses Buch geschrieben hätte. Er sagt dort in diesem Brief an Madame Hanska aus dem Jahre 1833, darin werde ich Sie mit allen Gräueln, allen Schönheiten eines Schlachtfeldes vertraut machen. Meine Schlacht heißt Essling. Essling mit allen seinen Folgen. Selbst ein kühler Kopf soll in seinem Sessel die Gegend vor sich sehen, das Gelände, die Menschenmassen, die strategischen Schachzüge, die Donau, die Brücken, soll die Details und den Kampf als Ganzes bewundern, die Artillerie hören, sich für die Bewegung der schachbrettförmigen Aufstellung interessieren, alles sehen, in jeder Äußerung dieses großen Heers Napoleon spüren, den ich nicht zeigen werde oder den ich am Abend auftreten lasse, wie er in einem Boot die Donau überquert. Kein weibliches Gesicht, nur Kanonen, Pferde, zwei Armeen, Uniformen, auf der ersten Seite ertönt die Kanone, auf der letzten verstummt sie. Sie werden sich durch den Rauch hindurchlesen. Und wenn Sie das Buch wieder zuschlagen, sollten Sie alles intuitiv erfasst haben und die Schlacht in Erinnerung behalten, als wären Sie dabei gewesen. Es ist ja komisch, dass der Balzac, der doch sonst nur Liebesromane im Wesentlichen schreibt oder Schicksale beschreibt, ja, ja, aber einer der größten Erzähler ist, ja, eigentlich über alles, was ihn erschüttert, ja, sagt, ja, man kann so etwas für uns Absurdes, ja, ja, wie so eine Materialschlacht aus, ja, dem, ja, frühen 19. Jahrhundert, ja, ja, nicht, beschreiben. Ja. Und das sei interessant. Ja, das ist ja das interessante Wort, das hier Balzac erwähnt, Essling und seine Folgen. Es ging ihm also offenbar um mehr als nur die Beschreibung dieser Schlacht. Er hat sich sehr genau befasst ja mit den Feldzügen Napoleons und hat hier erkannt, dass hier die entscheidenden Paradigmenwechsel sich vollziehen in dieser Schlacht. Balzac hat offenbar gesehen, dass hier eine Wiederholung
stattfindet, jener Schlacht von 1807 bereits in Eylau, preußisch Eylau, wo Napoleon im Grunde einen Feldzug beginnt gegen die größte Armee, die es gibt, nämlich die Wetterfront. Dort ist es ihm noch einmal gelungen, im Winter, ja, nämlich im weit Februar. In Ostpreußen. So ist es. Nicht? Und dort ist es ihm noch einmal gelungen, einen gewissermaßen ein Unentschieden zu erreichen. Weil er gerät an den Rand seiner Kräfte. Und im Grunde wird er nur nicht besiegt, weil sich die Russen zurückziehen aus Hunger. Das Problem bei Napoleon besteht darin, dass er eben die Wetterfront überhaupt negiert. Das hat dann Jörg von Wartenberg, der 1887 das Buch geschrieben hat, Napoleon als Feldherr, aus preußischer Sicht zwei große strategische Fehler ihm vorgeworfen, dass er zum einen eben diese Wetterfront nicht genügend beachtet habe und die Brücken, den Brückenbau sehr hastig und ungründlich vorgenommen habe, was ihm dann was dazu geführt hat, dass eben die entscheidende Ersatzarmee unter Davout nicht rüberkommen konnte und die Österreicher leichtes Spiel hatten, dann die ganz große Brücke über den Hauptarm der Donau bei der Insel Lobau durch Lastschiffe zu zerstören. Sie haben ganze Mühlen in den Fluss geschmissen und diese Windmühlen wie Rammböcke haben diese oberflächlich gebaute Brücke zerstört. Ja, aber das Interessante ist, dass also auch schon am 21. Mai, also am ersten Tag der Schlacht, bereits dieses Problem entstanden ist. Und zwar durch das Hochwasser selbst ist also bereits eine Brücke zerstört gewesen. Und er hat sie dann allerdings wieder aufbauen lassen. Aber das hätte eigentlich Napoleon schon als eine Warnung sehen müssen. Stattdessen hat er am 22. Mai dann darauf vertraut, morgens um 7, als er den Befehl gab an Lann, den Angriff zu starten, dass um 8 Uhr Davout doch herüberkommen würde über die Brücke, die genau um 8 Uhr allerdings dann eben zerstört wurde durch diese Lastkähne der Österreicher, sodass er abgeschnitten war von Munition, von Truppen und von Verpflegung. Und diese eine Schlacht hat, die er angefangen hat, aber nicht beenden kann. Ja. Und er zieht sich auf die Insel Lobau zurück wie ein Robinson. Ja. Fängt an dort, als sei er in Ägypten, die Insel zu trainieren, zu einem Quartier zu machen, also ein Stück unwirtliches Land. Und bricht die Brücken ab auf die Nordseite der Donau, wo also die Truppen sind, des Erzherzog Karl, und befiehlt Massena, auf dieser Insel auszuharren mit 12.000 Verwundeten. Das heißt, diese Schlacht ist insofern die große Wende überhaupt, weil durch diesen Mangel an Verpflegung, Munition und Truppen auf der französischen Seite das erste Mal es zu einem der ganz großen Blutbäder der Moderne kommt. In 40.000 Soldaten fallen in 30 Stunden, das heißt also alle 3 Sekunden ein Toter, über 12.000 Verwundete, und die Munition reicht nicht mehr, um unzähligen Pferden einen Gnadenschuss zu geben. Mörderische hygienische Verhältnisse auf dieser Insel, absolut, die keine Toiletten, keine Abflüsse hat, in der nichts stimmt. Und die Schlacht verkommt zum Gemetzel, weil Napoleon den Befehl gibt, am 22., nachdem er diese Erkenntnis hat, mit den Bajonetten und das Einsparen der Munition, weil sie keine mehr haben, die Österreicher niederzumetzeln mit den Bajonetten. Das wird also ein Abschlachten der österreichischen Soldaten findet statt durch die französischen Soldaten. Das ist also eine der größten Blutbäder, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Die Schlacht der Verirrungen. Ja, das ist die Schlacht der Verirrungen, weil eben Napoleon wirklich diesen Aspekt nicht mehr gesehen hat, dass hier seine Hauptverbindungslinie über die Insel führte, und zwar über zwei Brücken. Einmal vom Südufer auf die Insel Lobau und dann nochmal auf das Nordufer. Und die Verbindung zwischen dem Südufer der Donau und der Insel, die wird unterbrochen, weil die Mühlen und was die Österreicher den Fluss hinabschicken, das ist der große, diese Brücke zerstört. Es stirbt der Lieblingsgeneral. Ja, Lann. Der General Lann, Feldmarschall Lann. Ja, also ein Vertrauter. Ja, das ist der beste Feldmarschall, den er gehabt hat. Und dazu der beste Reitergeneral Lassalle. Ebenfalls wird Massena so verwundet, dass er in der Schlacht bei Wagram
er wird übrigens Fürst von Essling dann getauft, nur noch von einer Kalesche aus die Schlacht leiten kann über seinen Armeekorps. Nicht? Also das ist auch für die eine Dezimierung der Eliten innerhalb seines der Armeespitze überhaupt. Nicht? Napoleon besucht den Marschall Lannes in dem Moment in seiner Verwundung. Ja. Das Bein ist völlig zerschmettert. So ist beide Beine sind zerschmettert. Beide Beine. Ja. Man kann das eigentlich nicht wirklich heilen. Nein, und es gibt noch den Plan, ihn künftig in eine Tonne mit Fett zu setzen und richtig. In das Schlachtfeld zu tragen, damit das Fett schön die Wunden, die Narben heilt. Also einen getragenen Feldherrn, und dies scheitert auch, weil alle die Wunden sich entzünden. Und dieser Lann sagt ihm, Sie müssen den Krieg jetzt aufgeben. Hier ist der Höhepunkt unserer ganzen Kriege erreicht. Die Revolution des Krieges ist beendet. Er ist der Einzige übrigens gewesen, der überhaupt hat wagen können, gegenüber Napoleon die Wahrheit zu sagen und ein offenes Wort zu sagen. Und dieser Verlust ist auch für Napoleon ein Verlust, den er eigentlich nie verwunden hat. Einen reumütigeren Napoleon als in der Nacht auf der Insel Lobau hat es nie wieder gegeben. In der Tat. Das ist also ein Augenblick, in dem er selber der Wahrheit für einen ins Auge schaut. Also ein reumütiger Napoleon, der im letzten Moment alle Kräfte zusammen fasst und aus der Insel Lobau und dem verwundeten Arsenal für 12.000 Verwundeten auf einer engen Insel gewissermaßen eine Meisterleistung der Logistik gestaltet. Ja. Also selber eingreifend schafft er Kloaken, schafft er Zelte. Das heißt, es ist ein Musterbeispiel an Improvisation, wie er aus schlechtem Gewissen dies rettet, aber nachdem er mehrere Nächte in Wien wieder sich erholt hat, ist er der alte Mann. Er hat nichts gelernt und nichts vergessen. Und jetzt hat er einen Monat Zeit, und in Wien alles an sich zu ziehen, was er an Truppen in Europa besitzt. Ja. Und er steht jetzt einen Monat später im Juli. Vor allen Dingen hat er Gelegenheit, endlich ist ist auch die Italienarmee und der Eugène Beauharnais da und die sächsischen Einheiten unter Bernadotte. Und nun beginnt er im Grunde seinen Fehler wettzumachen, indem er jetzt plötzlich gründlichst diese Brückenidee verwirklicht. Er lässt mindestens 8 Brücken bauen, und zwar an unterschiedlichen Stellen, von der Alexanderinsel aus, von Lobau aus, über Groß-Enzersdorf, und lässt 6 oder 5 große Ruderkanonenboote herrichten und eine große schwimmende Batterie zum Schutz des Übergangs. Und es gelingt ihm dann im Schutze der Witterung, diesmal nutzt er also die Wetterfront, große Mengen seiner Armee überzusetzen, sie dann am 4. aufzustellen auf dem Marchfeld, und mit dem Ergebnis, dass dann am 5. morgens in der Früh, in der Dämmerung, Karl meint, den Angriff jetzt starten zu können und sich aufstellt in Form einer Hakenstellung. Das bedeutet, der linke Flügel sollte die Armee des Napoleons umgehen, hinter Aspern die Brückenköpfe besetzen, sodass ein Rückzug nicht mehr möglich sei. Und im Übrigen mit dem rechten Flügel sollte die österreichische Armee die restliche Armee Napoleons umfassen und an den Fluss drängen. Auf 18 Kilometer erstreckt, also eine Riesensichel gewissermaßen. Genau. Und man braucht mehrere Stunden, um von einem Ende zum anderen Nachrichten zu überbringen. Napoleon tut das Gegenteil. Er konzentriert alles, was er hat, in der Mitte. Ja, das Interessante ist, dass ein berühmter Deutscher des 19. Jahrhunderts, Farnhagen von Ense, auf österreichischer Seite teilnimmt und dieses als das große Problem der Österreicher erkennt, dass hier nämlich Österreich es versäumt habe, die Flügeltelegrafen, die 1791 von Chappe erfunden worden waren, zu benutzen, um hier eine Kommunikation zwischen den sehr weit auseinanderliegenden linken und rechten Flügel herzustellen. Darauf sollte man auch nochmal zurückkommen, ob denn Napoleon dies genutzt hat. Hat er nicht, nein. Er hat ein großes Kommunikationsproblem, weil nämlich am ersten Tag der Schlacht, nämlich am 5. Bernadotte anrückt mit den Sachsen, aber von der Italienarmee für feindlich gehalten wird und angegriffen wird, sodass also eine ungeheure Verwirrung entsteht und die Schlacht abgebrochen werden muss. Ein Sprachenproblem außerdem,
Und Bernadotte erweist sich übrigens bei dieser Gelegenheit dann auch am nächsten Tag, am entscheidenden Tag der Schlacht, die dann schließlich den Sieg bringt für Napoleon, als derjenige, der sich überhaupt letztlich aus dem Kampfgeschehen zurückzieht mit seinen Truppen und nicht bereit ist, in Attaclar, einem ganz zentralen Punkt der Schlacht, überhaupt die Stellung zu halten, sondern sich einfach dahinter zurückzieht und die anderen kämpfen lässt. Ein schon müder Feldherr, ja. Der sozusagen eifersüchtig ist auf Napoleon, sein ja. Nachfolger werden möchte. Ja. Später, er ist, glaube ich, der Geliebte von Désirée. So, ja, er ist der von... der Ehemann von Désirée. Nein, ja, er ist der Clary, die Marie Clary, die Napoleon zunächst geliebt hat und auch sogar heiraten wollte, aber da sie aus einer reichen Kaufmannsfamilie stammte, hat damals der Vater diese Ehe verboten mit dem noch unbekannten Napoleon. Und deswegen Er war verwandt mit Napoleon. Sie ja. haben, ja. Ja, und diese Désirée, das ist ja der berühmte Roman, ja. Ja, das ermöglicht ihm später, dass er von den Schweden zum König gewählt wird, ja. Ein Jahr später schon. Ja, das Problem ist, dass also gegen 11 Uhr am 6. Juli an sich der Erzherzog Karl praktisch auf dem Wege ist, die Schlacht zu gewinnen. Denn sein rechter Flügel ist tatsächlich in der Lage, die Bernadotte hatte ja die Aufgabe, gegen den rechten Flügel in Aspern standzuhalten. Der weicht zurück. Und der rechte Flügel, das bedeutet der die Donau. So ja, ist es. Putzen gefährlichste, kann. Gefährlichste ja, nicht, Flügel. Der Flügel kann die ganze napoleonische Armee einkesseln, abschnüren. Ja. Abschnüren. Ja. Er war dabei, Groß Aspern, so wie das Dorf so heißt, ja, ja. Nicht, zu besetzen. Ja, und das Asperner Fährhaus auch, die Brücke, ja. die hier drüber ja. ging. Und außerdem weichen eben in der Tat im Zentrum die Sachsen. Und um 11 Uhr sieht also Napoleon diese Situation. Und macht jetzt etwas, was ihn auszeichnet. Seine stärkste Waffe ist ja immer die Artillerie gewesen. Er ist ja selber Artillerist gewesen, die er ununterbrochen gedrillt hat, in blitzschnell ihre Stellung zu wechseln. Das konnten die französische Artillerie mit unendlich größerer Geschwindigkeit. Und jetzt manövriert er persönlich, ja, schlecht reitend ja, auf seinem Pferd. Er lässt also ja. Er ist ja häufig vom Pferd runtergefallen, hat ja eine unglaublich ja. schlechte Haltung auf dem Pferd gehabt. Nichtsdestotrotz bringt er 100 Kanonen. Ja, ja, also im Grunde aus der Armee von Davout bringt er diese 100 Kanonen in Stellung im Zentrum, vor dem Zentrum des Erzherzog Karl und befiehlt drei großen Divisionen von MacDonald dahinter sich in Dreierreihen aufzustellen und hintereinander nach diese Materialschlacht, die da jetzt geliefert wird aus diesen Kanonen, den Feind zu stürmen. Nicht? Und gleichzeitig gelingt es Davout über Neusiedl eine Umkesselung, Umzingelung der österreichischen Armee. Also entgegengesetzt von der Donau. Auf der so ganz anderen Seite ja. marschiert er weit ins Hinterland des Feindes ja. und erscheint von hinten als Bedrohung. Ja. Und nun sieht allerdings Herzog Karl die Situation als gefährlich an und befiehlt den Rückzug, und zwar den geordneten Rückzug. Nicht? In Richtung Znaim. Znaim, das heißt also da, wo Bismarck ja, seiner genau. Zeit, ja, ja. also später übrigens, 1866. Wo er dann sein Heer sammelt. Wir wissen eigentlich, es gibt keine ganz genaue Beschreibung der Schlacht bei Znaim. Napoleon besiegt ihn ja dann dort. Nicht? Ja. Aber das große Problem ist hier, und das ist auch eines der großen Wendepunkte, die Balzac wohl interessiert haben müssen, dass hier Napoleon eigentlich nur noch gewinnt, weil er sich zurückzieht auf seinen eigenen Spruch, je schwächer die Truppen, desto stärker die Artillerie. Das heißt, er gewinnt es im Grunde nur noch durch massive Feuereinsatz, die gegen nicht mehr mit der Fähigkeit seiner Truppen überhaupt zu manövrieren. Ja, sondern mit Gewalt direkt. Und der andere große Mangel ist, es fehlt ihm die Kavallerie. Er kann also hat auch schon nach der Schlacht von Eckmühl entlang der Donau bei der Verfolgung des Erzherzog Karl und
des Erzherzogs Johanns, es nicht geschafft, diese Truppen auseinander zu jagen, weil ihm die Kavallerie fehlt. Und die ist auch hier jetzt wieder ein großer Nachteil, weil er im Grunde jetzt wiederum geordnet zurückziehenden österreichischen Truppen nicht verfolgen kann. Nicht? Also auch das ist eine der großen Schwächen, die jetzt hier an diesen beiden Schlachten, die ja ganz eng zusammenhören, sichtbar werden. Und das andere ist eben die Tatsache, dass er ganz wesentliche Eliten aus seiner Generalität verliert und dass Bernadotte zum ersten Mal offen wagt, hier im Verrat zu üben. Gerade noch so verdeckt, dass er nicht zum Tode verurteilt wird. Sondern er wird zu einem Ehrenexil verdonnert, nämlich zum König von Schweden zu werden. Zunächst einmal wird er Herzog von Rom und von dort aus, das weiß keiner ganz genau, und selbst derjenige, der das Leben Bernadottes über sehr viele Seiten sehr gründlich beschrieben hat, nämlich Karl Marx, ist nie ganz dahinter gekommen, wie es ihm geglückt ist, von Rom aus mit den Schweden in Verbindung zu kommen und sich dort anzudienen als der künftige Kronprinz für den derzeitigen König. Er muss die ja überzeugt haben, dass das eine Garantie für Neutralität bleibt. Ja, und vor allen Dingen, er muss sie überzeugt haben, dass hier also die Möglichkeit besteht, eine Verbündung mit Russland, um Terrain zu gewinnen. Und das Interessante ist, dass er als Kronprinz, noch nicht als Karl Johann der 14., dann beim Einzug Napoleons nach Russland noch einmal ihm 40.000 Truppen gibt, weil ihm Napoleon auf der deutschen Seite Stralsund und eine ganze Reihe von anderen Städten anbietet als Lohn für diese Teilnahme. Während sich bereits Bernadotte mit dem Zaren verabredet hat, dass er der Nachfolger Napoleons als nächster Kaiser von Frankreich wird. Was interessiert denn Karl Marx daran? Diese hochgradige Unwahrscheinlichkeit, dass ein Revolutionär, Bernadotte ist ja ein General der Revolutionäre, zum König von Schweden wird. Ja, das ist im Grunde das, was in der Tat, wenn er also in seine Vorstellung, dass also eine Waschfrau den Staat führen kann, dann kann auch ein Mann, von dem Napoleon dann auf St. Helena sagt, der hätte nur Leutnant werden dürfen, aber nie General, ist dagegen prädestiniert zum König. Widerspricht ihm also energisch Karl Marx, dass eben dieses Urteil Napoleons falsch gewesen sei. Der hätte nicht, in der Tat, der war zu mehr berufen als zu einem Leutnant, der konnte König werden. Das hat ihm, also das Parvenühafte dieses Mannes und die durch viel größere Intelligenz und Erkennen der neuen Tendenzen in Europa, ist er eigentlich der wirkliche Sieger der napoleonischen Feldzüge geworden. Das hat ihn fasziniert. Das ist gewissermaßen die Partei der Trägheit, der Langweiligkeit, der Anpassung, der Verweigerung, des Opportunismus, der Verwandlungsfähigkeit vertritt, während der charakterlich viel stärkere Napoleon, der stärker auf Leistung setzt, untergehen muss. So ist es. Denn seine Karten sind zu diesem Zeitpunkt 1809 eigentlich einmal ausgespielt. Ja, also er ist im Grunde in einer Situation, in der er noch einmal diesen Frieden von Wien dann im Oktober diktieren kann. Aber es ist ein Frieden, bei dem er nicht mehr sicher sein kann, wie lange er währen wird. Denn er hat jetzt den Pakt mit Alexander von Russland, verliert er. Ja? So ist es. Hier heiratet er jetzt ein in die Familie der Habsburger, also eine Nichte der Marie Antoinette. Jenes Königs, den man in der Französischen Revolution getötet umgebracht hat. Ja. Und man bringt auch sie um. Da wird er jetzt sozusagen. Er wird ein Verwandter des Königs, was ihm den größten Hass im Grunde in Frankreich einträgt, dass er jetzt es wagt, sich mit dem dreimal verfluchten Königshaus der Habsburger zu verbünden. Nicht? Das Interessante ist, dass der Bruch eigentlich mit Russland vor allen Dingen geschieht, weil der Zar erwartet hatte, dass man ihm das
das Herzogtum Wachschau geben würde. Und er hat ihn nur mit einem kleinen Teil Galiziens, glaube ich, abgespeist. Tarnopol. Und dadurch hat er es die nächste Krise schon wieder vorbereitet. Und vor allen Dingen hat er ihm dann seine Tochter als Frau verweigert. Nicht? Das hatte ja Talleyrand bereits vorbereitet im Fürstentag in Erfurt, einen Keil zu schieben zwischen Napoleon und dem russischen Kaiser. Der größte Höhepunkt in Napoleons Karriere, oder wie man das nennen will, ist doch Tilsit. Ja. Das heißt, auf einem Boot auf der Memel treffen sich der Zar Alexander und Napoleon. Ja. Napoleon opfert den ganzen Orient auf, den gibt er den Russen. Den Kaukasus ist damals russisch geworden. Ja. Und dafür kriegt er die Bestätigung aller revolutionären Eroberungen bis an die russische Grenze hin. Ja. Das ist eigentlich ein historischer Moment. Ja. Der reicht nur nicht lange. Ja, das ist das Problem. Die Gebietsforderungen russischerseits sind eben wesentlich größer und waren auch viel größer im Zusammenhang mit dem Frieden in Wien. Und das hat eben wiederum dazu geführt, dass hier der nächste Feldzug im Grunde mit dem Frieden von Wien beschlossen worden ist. Nicht? Also das ist Napoleon ist in seiner Taktik und Durchschauen der Pläne der Alliierten nicht mehr Herr seiner selbst. Er erkennt nicht, dass er ihm im Grunde die österreichische Prinzessin gegeben wird, um Zeit zu gewinnen, neu aufzurüsten und ihn in Sicherheit damit er sich in Sicherheit wiegt. Er habe hier einen Verbündeten, der in Wahrheit nichts anderes wollte, als ihn erneut wieder zu schlagen. Wer ist diese junge Frau? Die ist 18 Jahre alt. Ja. Sie, und ein junges Blut. Ja, also sie wird, die ihm, wird hingeopfert. Sie wird ihm geopfert. Ihr. Und er geht ihr entgegen, sogar ungeduldig, weil ihm an nichts mehr gelegen ist, als so schnell als möglich jetzt einen Nachfolger zu haben. Lässt die Kutsche anhalten unterwegs, geht ins nächste Gasthaus, führt sie in das Schlafgemach und schwängert sie. So ist es. Pünktlich ein Jahr später, 9 Monate später, ist der Nachfolger da. Noch auf der Reise gezeugt. Von Rom, ja. Man kann Bonaparte doch als einen Europäer bezeichnen. Ja, ich glaube, dass er der Europäer par excellence ist, weil er die Ideen der Französischen Revolution auf eine praktikable Weise umgesetzt hat, und zwar in ganz Europa. Und er ist ein großer Pole. Ja, nicht? Er gründet Polen. Das gehört dazu. Und er ist kein guter Habsburger. Das ist er auf keinen Fall nie gewesen. Er ist ein guter Italiener. Ja. Das ist er auch gewesen. Und er ist kein guter Spanier. Er ist auf jeden Fall der Europäer, der den Europäern zum ersten Mal in der Kriegsführung einen Faktor zeigt, den sie überhaupt nie bislang beachtet hatten, nämlich den Faktor Zeit. Das ist zum Beispiel das, was alle Heeresreformen nach oder während der napoleonischen Zeit ausmachen, dass sie plötzlich erkennen, dass hier zum ersten Mal kleinere Armeekorps gegründet werden, und zwar bestehend aus allen Waffengattungen, sodass man also kleine, ganz mobile, autonome Einheiten hat. Und die Geschwindigkeit dieser Armeekorps wird erhöht durch die Tatsache, dass diese Truppen in der Lage sind, bis zu 80 Kilometer pro Tag in Eilmärschen zurückzulegen, weil sie nicht das haben, was die Truppen des Ancien Regime haben, nämlich die großen Proviantkolonnen.
Napoleon hat immer nach dem Prinzip gekämpft, wie die Ernährung findet aus dem Feindesland statt. Deshalb hat er also diese schwerfälligen Kolonnen, auf die nie Rücksicht nehmen müssen. Und er selber hat eben außerdem gesetzt immer auf die beiden großen Geschwindigkeiten, die er immer geübt hat, nämlich ganz schneller Wechsel, Positionswechsel der Artillerie. Das hat er ja ganz früh gelernt, dieses Handwerk. Und vor allen Dingen auf die Kavallerie, nicht? Und dann die Eingreifreserve der Garde. Aber das Interessante ist, dass er einen anderen Faktor gehabt hat. Das ist die psychologische Kriegsführung. Napoleon ist der Erste gewesen, der europaweit im Grunde eingeführt hat, eine Kriegsführung, die Rücksicht nimmt auf die Empfindungen des Militärs, der Soldaten. Hat also nicht nur der Bevölkerung, nicht der Bevölkerung, Soldaten. Der Soldaten, ja. Das heißt, er hat eine ganze Reihe von Instrumenten besessen, um diese Truppen zu begeistern. Das eine war seine eigene Person. Wellington hat gesagt, wo Napoleon ist, findet 40.000 Mann Verstärkung statt, wenn er in Person auftaucht. Aber er hat vor allen Dingen einmal den Bronzeadler geschaffen, als eine Möglichkeit, die Truppen auszuzeichnen, die besonders verdienstvoll gekämpft haben. Sie also die Motivation erheblich erhöht dadurch. Er fasst in Palästina Krebskranke an. Ja. Er ist der Erste, der einen Fluss überschreitet. Ja, er ist immer präsent. Ja. Das ist im Grunde gegenüber den großen Materialschlachten dann des 20. Jahrhunderts, Erste und Zweite Weltkrieg, ist er das Gegenteil. Je weiter der Krieg fortschreitet, desto weniger sind Wilhelm II. Und Hitler noch an der Front. Er ist das reine Gegenteil, nicht? Doch schon Moltke ist ja nicht im strengen Sinne an der Front. So ist es. Ja. Er ist also der Letzte, der ununterbrochen den Kontakt hat und sich auch duzen lässt von einer ganzen Reihe von den alten, den Grognards, wie er sie nennt. Und außerdem, sie lobt schriftlich. Er lässt grundsätzlich in Bulletins ganz genau mitteilen, wie sie sich ausgezeichnet hat. Und das ist die Karriere für den. Das sind die Karriereschriften, die also im ganzen Land gelesen werden. Und er hat vor allen Dingen das Instrument der Paraden geschaffen. Und zwar die prunkvollsten Paraden, die wohl je durchgeführt worden sind. Mit der Folge, dass er während dieser Paraden auf die einzelnen Truppen zugegangen ist, einzelne angesprochen hat und mit ihnen sie gefragt hat nach ihrem Wohlbefinden und sich auch selber über die Ausrüstung und Verpflegung der Einzelnen gekümmert hat. So dass er also ein Verhältnis, einen Bezug zu den Truppen hatte, wie überhaupt kein anderer Feldherr. Er ist derjenige gewesen, der vor allen Dingen eine dialektische Kleiderordnung eingeführt hat. Die kostbarste Haute Couture, die es überhaupt je gegeben hat in der Welt. Kostbarste Ausstattung für die Marschälle und Generäle. Während er selber... Für sich die Schlichtheit selber. Ja, er hat im Grunde... Etwas, was Hitler übrigens nachahmt. Ja, ja, genau, das hat er nachgemacht. Er hat im Grunde nur die Uniform, die schlichte grüne Uniform der Gardejäger getragen in der Regel und einen grauen Redingote. Er ist zum Beispiel bei einer großen Truppenparade in Polen vor der gesamten Mannschaft auf der einen Seite beim Pferd rein aufgestiegen, auf der anderen wieder runtergefallen und hat dann bei dieser Gelegenheit dem Pferdeknecht mit der Peitsche über das Gesicht geschlagen und hat ihm abends dann, das war seine Art der Entschuldigung, eine große Rolle Golddukaten gegeben. Nicht? Also das, er selber ist ein so miserabler Reiter gewesen, dass ihm das immer wieder passiert ist bei dir. Also insofern war er kein besonders großes Vorbild für die eigene Kavallerie. Es passiert aber jetzt, dass dieser Mann, der genau weiß, ja, wie kostbar die Zeit ist und wie schnell man sein muss, um ein Fätzchen von der Revolution, von dem Elan, nicht durch die Zeiten zu retten. Ja. Dem passiert es, dass er nichts zweimal machen darf. Ja. Und jetzt jede Schlacht, die er zweimal machen konnte, wie Essling und Aspern und dann anschließend Wagram, jede Reinschrift, die er machen konnte, gelang ihm. Ja. Ja, jeder Brückenbau, den er zum zweiten Mal machen durfte, gelang ihm. Ja. Und alles, was aus Ungeduld folgte, gelang ihm nicht. Ja, das ist das große Problem. Er hat im Grunde aus diesen Fehlern
die er gemacht hat, durchaus gelernt, hat aber letztlich eine ganze Reihe von Fehlern begangen, mit denen er als der progressivste schließlich der konservativste war und vor allen Dingen in der Bewaffnung seines Heeres. Er hat die sämtlichen Neuerungen, die damals sich anboten, nicht genutzt. Er hat also weder den Flügeltelegrafen dieses Herrn Chappe genutzt, er hat auch die hochinteressanten Ballonkompanien der französischen der Revolutionstruppen abgeschafft, die zum Rekognoszieren des Geländes unglaublich wichtig gewesen wären. Das ist ein Feldherrnhügel gegen einen Ballon, so ist es, ja. Mit einem Generalstabsoffizier darin. Das hat er also abgeschafft. Er hat vor allen Dingen nicht bemerkt, dass die russischen Haubitzen inzwischen technisch verbessert worden sind und auch die Gewehre der Preußen. Er hat den Hinterlader zum Beispiel abgelehnt und hat vor allen Dingen zwei ganz gefährliche Waffen nicht angenommen, die ihm angeboten wurden, das Schrapnell und die Congreveschen Brandraketen, die dann in der Schlacht an der Göhrde 1813 mit verheerenden Ergebnissen für das französische Heer von den Engländern genutzt worden sind. Also er hat von daher gesehen, interessanterweise, sich überhaupt nicht erneuert Weil er gut war. Weil er gut war. Und weil er improvisieren konnte, hat er sozusagen jetzt keine Reformen entwickelt. Und Reformen bedeutet, dass er binnen 2 Jahren alles völlig umstellen muss. Ja. Es ist also sehr kurze Zeiträume, in denen man zu spät kommen kann. Ja. Ich meine, er hat bei der, was zur psychologischen Kriegsführung noch gehört, sehr stark gebaut, übrigens auf etwas, was kaum bekannt ist, auf die Musik. Er hat die Musiker waren die höchstbezahltesten Soldaten überhaupt. Sie mussten während der Schlacht im Karree spielen. Einstimmung auf das Gemeinwesen, mit Mittel auf die Republik, mit Mittel der Musik. Ja, vor allen Dingen zur Hebung der Moral. Vor allen Dingen die Kapelle der Garde war bis zu 50 Personen groß, spielte also im Karree. Und er selber hatte eingeführt, dass... Im Karree, das heißt in der Schlacht. In der Schlacht. Umgeben von Bajonetten, einem Karree, das jede Kavallerie abwehrt. Und in der Mitte der Kampftruppe spielt die Musik. Spielt die Musik, ja. Er selber hat eingeführt in die Hymne seines Kaiserreichs, Veillons au salut de l'Empire. Das ist also eine... Gehen wir zum Heil... Ja, wachen wir zum Heile des Kaiserreiches. Das war übrigens keineswegs irgendeine heroische Melodie, sondern eine ganz gemütlich dudelnde Melodie, die er entlehnt hat aus einer Oper eines Militärchirurgen, Bois mit Namen, übrigens unbekannt gebliebene Oper. Er hat dafür gesorgt, dass die Marseillaise auf jeden Fall verboten wurde, sondern nur dieses als die Hymne seines Kaiserreiches akzeptiert wurde und hat sich selbst um die Musik als psychologische Kriegsführung sehr intensiv gekümmert. Er hat bei dem Überfall und der Eroberung Spaniens dafür gesorgt, dass eine Oper geschrieben worden ist, für die er selbst das Libretto geliefert hat. Cortes mit Namen, in der Tat. Und hat Spontini beauftragt, dieses Libretto zu vertonen. Und diese Oper... Ein Reinfall, weil keine der Identifikationen funktionierte. Ja. Das fand nämlich im Gegensatz zu dem, was er aufnahm. Die Spanier und die Indios perfekt, aber den Cortes furchtbar. Er hatte die an sich interessante Idee, Cortes zu verstehen als den großen Helden Spaniens, der die Zivilisation den Indios gebracht hat. Und er selber sei jetzt im Grunde dieser französische Cortes, der den Spaniern, den rückständigen mittelalterlichen Spaniern, die Errungenschaften der Reformen und der französischen Revolution bringen würde. So hatte er sich diese Oper gedacht. Das Publikum war auf der Seite der Indios, der Barbaren. Ja, so ist es geschehen. Sodass er sofort diese Oper wieder absetzen musste. Nach der Eroberung von Madrid, nachdem er mit 300.000 Franzosen dieses Spanien überschwemmt hat,
ja, das im Aufstand begriffen ist. Er verkündet er die Aufhebung der Inquisition, das Ende des Mittelalters, Abschaffung des Feudalismus, und er meint, dass die Spanier sich darüber freuen. Diese Westbarbaren freuen sich aber nicht. Ja, also ich glaube, das ist eine der ganz großen Fehleinschätzungen Napoleons, dass er blind war überhaupt für die Zeichen an der Wand, Major Schill, Hofer, die Erhebung auch Stabs, der ihn ja ermorden wollte, der österreichische Junge. Er hat übrigens das Küchenmesser aufheben lassen, ein Leben lang. Nein, er wollte diesen Jungen, den Stabs, begnadigen. So ist es. Ja, nicht? Und wollte von ihm nichts weiter, als dass der sagt, dass der sagt, es tut ihm leid oder er wird es nicht wieder tun. Ja, ja. Nein, dieser junge Mann antwortet ihm, ich werde es sofort, wenn ich freigelassen werde, wieder versuchen. Ja? Und diese Zeichen hat er eigentlich überhaupt nicht erkannt. Weil sie irrational sind. Ja, also das heißt, die Motivation aus dem Erwachen der Nationalbewegung innerhalb der einzelnen besetzten Staaten hat er überhaupt nicht begriffen. Das ist ein ganz merkwürdiger. Er würde den Balkan heute nicht verstehen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja. Also insofern ist er ein Feldherr gewesen, der die Psychologie zwar konzentriert verstanden hat für das eigene Heer, aber nicht im Hinblick auf etwa im Vergleich zu Alexander den Großen, den er so sehr verehrt hat, im Hinblick auf die besetzten Völker. Dem es nichts ausmacht, jeden Aberglauben aufzugreifen, den er vorfindet, während er an einer gewissen mittleren Rationalität, die er in der französischen Revolution mitbekommen hat, festhält. Das ist das Problem bei ihm. Und glaubt, dass Paris gewissermaßen die richtigen Gesichtspunkte für die Welt enthält. Ja. Also da fehlt die Flexibilität und die ihm dann zum Verhängnis geworden Schwarze ist. Auf Haiti? Ja. Spanier? Tja. Spanische Bauern? In der Tat, ja. Russische Kosaken? Ja. Tiroler? Ja. Und der Verkauf von Louisiana schließlich an Amerika? Ja. Deutsche Patrioten? Ja. Unverständlich? Ja. Ist richtig, ja. Er versteht nicht, was sie wollen. Ja. Er würde es ihnen sonst geben. Der Patriotismus ist ihm eigentlich auch fremd gewesen, weil er selbst nie sich als Franzose eigentlich wirklich gefühlt hat. Das ist ein Korse gewesen. Ja. War für Selbstständigkeit seiner Insel. Ja. Man kann ihn sich vorstellen als Häuptling einer Gegenbewegung gegen französische Vorherrschaft auf Korsika. Ja, das in der Tat. Wenn man das Gesicht von diesem Mann und den Körperbau einmal beschreibt, dieses Mannes, den die alten Grognards, die alten Gnazien, Grenadiere zu verehren. Ja. Ist er eigentlich ein Kindergesicht, sehr junges Gesicht, bis ins Alter hinein. Es ist in der Tat etwas Magisches von diesem Mann ausgegangen. Das hat niemand richtig verstanden, was da eigentlich bei ihm passiert, bei den Leuten passiert ist. Ich nehme an, dass eben sehr, sehr viel theatralischer Effekt auch gewesen ist. Er hat das verstanden. Sich bei Churchill. Ja, wahrscheinlich sehr ähnlich, ja. Er ist ja sehr klein von Statur gewesen, also von daher, und auch wegen der schlechten Haltung auf dem Pferd, also keineswegs irgendwie interessant glanzvoll gewesen. Nicht glanzvoll. Gar nichts Glanzvolles, nicht. Hat aber immer wieder Sätze gesagt, die Kugel, die mich töten soll, ist noch nicht geschaffen. Und solche kernigen Worte, die an die geglaubt worden ist. Eigentlich selber sowas wie ein Homunculus, also ein kleiner, noch nicht geborener Mensch. Ja. Ja? Eine Intelligenz, die noch zu geboren werden wird. Ja, er ist in der Tat einer, der auf dem Wege ist.